Es hat sich viel auf dem Ameisenkanal getan. Wir sind von Videos, die schlechte Audioqualität und wackelige Bilder haben. Und dann haben wir hier noch eine Kolonie. Oh, dann haben wir hier noch die Mesobarbaros, die aus irgendwelchen Gründen ihre eigene Königin getötet haben. Jetzt einfach nur noch hier in diesem Setup ein bisschen rumgammeln. Aber um die wollen wir uns nicht kümmern. Zu Videos gewechselt, welche ein richtiges Skript haben und spannende Experimente, bessere Kameraarbeit und sogar Zeitraffer von mehreren Tagen. Die neueste Entwicklung ist, dass es jetzt sogar Animationen gibt. Ich bin bereits dabei, die zu verfeinern und ich habe dabei eine Menge Spaß. Eine weitere Form ist der Sozialparasitismus. Sprecht das alles mit mir nach. Sozialparasitismus. Dies bedeutet, eine Königin übernimmt eine bereits bestehende Kolonie einer anderen Art, indem sie die dortige Königin tötet oder verdrängt. Häufig verschafft sie die neue Königin Zugang zu der Kolonie, indem sie die Ameisen mit ihrem Duft täuscht und ihnen vorspielt, sie gehöre zur Kolonie. Auch der Ton sollte mit meinem neuen Mikrofon, wie man hört, deutlich besser sein. Ich werde immer geschickter in der Gestaltung von schönen musikalischen Hintergründen. Allgemein bin ich sehr froh, wie sich der Kanal entwickelt hat. Und die immer größer werdende Anzahl an Abonnenten gibt mir das Gefühl, dass die meisten von euch das auch so sehen. Umso mehr freue ich mich, euch alle in der Zukunft mehr einbinden zu können. Um die Qualität weiter steigern zu können, habe ich mir ein paar Sachen vorgenommen. Dazu gehört zum Beispiel eine Kamera. Die aktuellen Videos sind tatsächlich alle mit meinem Handy gefilmt und eine richtige Kamera würde uns erlauben, noch tiefer in die Ameisenwelt abzutauchen. Auch ist die Pflege der Ameisen eine Herausforderung und kostet. Wenn ich daran denke, was unsere Kolonien bald verschlingen werden, wenn sie größer sind, wird mir etwas schwindelig. Was mir aber am meisten zu schaffen macht, ist die Zeit. Alles ist teurer geworden und entsprechend viel muss ich in meinem regulären Job arbeiten. Da bleibt nur wenig Zeit übrig, um die nötige Qualität in den Videos zu platzieren. Ihr kennt bestimmt alle Videos, bei denen im Laufe des Videos Werbung eingeblendet wird für NordVPN oder Raid Shadow Legends oder irgendwas anderes. Dem möchte ich so gut es geht entkommen. Und ich hätte zwar auch keine Probleme damit, für Ameisenshops Werbung zu machen, wenn ich hinter den Produkten stehe. Was ich allerdings gern hätte, ist, wenn ich mich von niemandem abhängig mache, damit ich immer meine freie Meinung und Ansicht äußern kann. Auch ich benutze natürlich Ameisenshops und wenn etwas nicht gut ist, dann möchte ich das frei sagen können und mich nicht zurückhalten, weil ich darauf hoffen muss, eventuell von denen Geld zu bekommen. Entsprechend habe ich die Mitgliedschaften aktiviert. Diese bieten uns in verschiedenen Stufen die Möglichkeit, den Kanal direkt zu unterstützen. Alles Geld davon fließt direkt wieder in den Kanal. Dazu gehört Futter für die Ameisen, aber natürlich auch besseres Equipment wie eine Kamera und jetzt auch im Winter zum Beispiel Licht. Es ist mir wirklich ein Anliegen, gute Videos zu produzieren und euch und vielen anderen die Welt der Ameisen auf eine einzigartige Weise zeigen zu können. Eine große Hilfe dabei wäre es, wenn wir alle zusammenkommen, um den Kanal zu unterstützen. Ich weiß, dass auch für euch alles teurer geworden ist, also fühlt euch nicht verpflichtet. Gleichzeitig habe ich auch 5 verschiedene Stufen eingeführt, damit alle genau das geben können, womit sie sich wohlfühlen. Ich habe nicht vor, spezielle Videos für Mitglieder zu machen oder ähnliches. Ich bin ein großer Freund von kostenlosen Zugang zu Bildung und Infos. Aber als Dank für eure Unterstützung mit einer Mitgliedschaft wird euer Name zusammen mit anderen Mitgliedern in den Videos festgehalten. So können alle sehen, wer diese Videos möglich macht. Zusätzlich gibt es noch Abzeichen, die von anderen gesehen werden können, welche zeigen, wie lange ihr den Kanal schon unterstützt und Mitglieder-Emojis, die nur Mitglieder benutzen können. Den Link, um Mitglied zu werden, gibt es natürlich überall, auch unter dem Video, auch in der Videobeschreibung oder auch direkt auf dem Kanal. Und für alle Leute, die das hier nicht auf YouTube machen wollen, habe ich noch zusätzlich eine Patreon-Seite eingerichtet, dass wir uns dort dann treffen können und austauschen können mit denselben Strukturen und Stufen. Ich hoffe, ich konnte euch mein Anliegen so ein bisschen näher bringen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!